In dieser Folge erkläre ich euch, warum ihr bei internen Links kein No-Follow-Attribut mehr nutzen solltet. So Freunde, in der 165. Folge von SEO Driven verfolge ich wieder und immer noch und wie das ganze Jahr weiterhin mein Ziel, 1000 Unternehmen bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Wenn du dabei sein willst, dann sende mir deine Domain über unser Formular unter digitaleffects.de/seocheck und ich gucke dann da regelmäßig rein und nehme hier den einen oder anderen auf. Ich versuche die Videos immer zu einem Thema entsprechend zusammenzuführen oder die SEO-Checks zu einem Thema zusammenzuführen. In diesem Fall ist mir bei mehreren Seiten noch aufgefallen, dass hier interne Links mit No-Follow gekennzeichnet wurden. Matt Cutts, der ehemalige Webmaster-Sprecher sozusagen von Google, hat schon 2010 nochmal klar gemacht, I would not use nofollow on internal links. Dass die Verwendung von nofollow bei internen Links keinen Sinn macht. Viele haben das früher versucht zu nutzen, um den PageRank-Flow zu beeinflussen. Also wenn ich 10 Links auf meiner Startseite habe, die Startseite bekommt 4 Links von außen, dann bündelt sie sozusagen diesen PageRank und verteilt ihn auf diese 10 Links. Und die Theorie war, da ich ja jetzt in Deutschland vor allem gezwungen bin, auch mindestens einen Link aufs Impressum, vielleicht noch einen Link auf Datenschutz und andere Seiten zu setzen, die jetzt für mich eigentlich keine SEO-Relevanz haben, dass ich dann 3 Links oder eben diesen Anteil an PageRank verschenke. Und der Ansatz war dann, mit dem No-Follow-Attribut diese Links sozusagen aus dieser Gleichung rauszunehmen. Das hat vielleicht auch vor 10 Jahren mal funktioniert, aber eben wie gesagt, Google hat schon relativ früh klar gemacht, dass das keinen Sinn macht und dass sie das so eben auch nicht bewerten würden und dass sie eben definitiv empfehlen, On-Page keine No-Follow-Links zu setzen. Heute würde man eben, wenn man wirklich Inhalte hat, die gar nicht indexiert werden sollen, weil es vielleicht dynamische Inhalte sind, weil es vielleicht Inhalte sind, die hinter einem Login stehen oder so, diesen Link oder diese Seiten für den Googlebot gar nicht erst erreichbar machen. Da bedient man sich aktuell dem PRG-Verfahren Post Redirect Get. Das ist nochmal eine Folge für sich. Könnt ihr mal googeln. Da werdet ihr auch von einigen Kollegen dann Infos finden. Kurz gesagt sind das Formulare, die dann entsprechend weiterleiten und Google füllt halt keine Formulare aus. Okay, kommen wir aber mal hier zu diesen Beispielen und schauen uns mal an, welche Links denn da eigentlich mit NoFollow gekennzeichnet sind und warum das vielleicht mal so gemacht wurde, was man jetzt anstelle machen sollte. Das erste Beispiel ist samenquelle.de. Das ist ein Online-Katalog für Gartensamen, also um Pflanzen, Gemüse anzupflanzen oder ähnliches. Ja, relativ schlicht gehalten auf WordPress-Basis so. Also an sich erstmal eine solide Basis, kann man sicherlich noch schöner gestalten. Aber wenn ich dann hier mir eben die Fehler angucke und ihr kennt diesen Anblick ja jetzt schon, wenn ihr das Video verfolgt, dann haben wir hier in der Right-Einzelseitenanalyse einige gravierende Fehler, zu denen ich schon in anderen Folgen vielleicht was gesagt habe, aber eben hier in diesem Fall auch nochmal die internen No-Follow-Links. Und wir können uns hier diese Liste dann direkt angucken. Was hier ein bisschen schade ist, ist, dass eben nicht gleich diese monierten Links vorne kommen, sondern dass die hier so mittendrin sind. So, und Facebook ist natürlich kein interner Link, Pinterest ist kein interner Link, Twitter ist kein interner Link, aber jetzt hier kommen welche Samenquelle, Add to Cart, also genau das,
Produkt entsprechend, das wird hier immer die Produkt-ID sein, zum Warenkorb hinzufügen. Und das ist eigentlich so ein klassischer Fall jetzt für so eine PAG-Lösung. Das System sollte also anstelle von einem Textlink, der dann auf mit NoFollow gekennzeichnet wird, eben ein Formular-Button dort hinstellen. Den kann man auch als Link gestalten. Also das macht letzten Endes für den Nutzer von der Wahrnehmung dann gar keinen Unterschied. Ich glaube sogar, dass ein Button besser ist. Also viele gestalten ja auch die Links dann wiederum als Buttons. Können wir hier gleich nochmal gucken, wie die da eigentlich aussahen. Also, aber dieser Warenkorb-Link sollte eben nicht mit NoFollow gekennzeichnet werden oder generell als Textlink eingebaut werden, sondern eben entsprechend als Button. Und wir sehen es jetzt hier schon, genau das, was ich gesagt habe. Es war ja naheliegend, diesen Link auch aussehen zu lassen wie einen Button. Also ist es eigentlich relativ so die entgegengesetzte Richtung gewesen. Ja? Also man hat hier einen Link, den man gerne als Formularbutton aussehen lassen wollen würde. Dabei ist das eigentlich der richtige Weg, eben jetzt diesen Warenkorb-Link als Formularbutton eben auch zu bauen. Und dann hat man genau diese Dinger los und hat eben diese No-Follow-Links nicht mehr auf der Seite. So, kommen wir mal zum nächsten Beispiel, das ist Vipara, ein Fachhändler für Manuka-Honig und Manuka-Honig-Produkte. Noch nie gehört, scheint ein Honig mit besonderen Merkmalen zu sein. Hier auch wieder relativ schlicht gehalten, sieht auch nach einem einfachen E-Commerce-System aus. Ja, vielleicht sogar auch ein WordPress-Shop. Weiß ich jetzt nicht, aber hier haben wir eben wieder genau das gleiche Problem gehabt, dass wir eben auch interne No-Follow-Links haben. Gehen wir hier wieder diese Liste durch und sehen hier genau das gleiche Beispiel. Also es ist wahrscheinlich wieder WooCommerce, wo eben genau diese Lösung so umgesetzt ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn ich jetzt so ein Plugin benutze, dass ich das selber nicht ändern kann oder mich an den Entwickler wenden kann. Das ist natürlich immer, oder wenden muss, das ist natürlich immer ein Problem oder eine Downside bei solchen Systemen. Ich will euch aber auch nochmal zeigen, wenn ihr jetzt so ein Tool nicht habt, wie ihr das auch selbst feststellen könnt. Und die meisten Browser machen es ja relativ einfach, hier den Seitenquelltext anzeigen zu lassen. Das mache ich dann hier auch einfach mal. Und wenn du dann hier Command F oder Steuerung F am Windows-Rechner eingibst und dann noch NoFollow suchst, dann siehst du hier eben genau die gleichen Ergebnisse. NoFollow mit dem relativen Linkpfad auf Add to Cart für die Produkt-ID 48. Also kannst du auch ganz ohne Tool untersuchen, wenn du dich jetzt nicht hier von dieser HTML-Syntax abschrecken lässt. Schauen wir mal weiter beim nächsten Beispiel. Das ist hier die Pizza AG, ein Online-Lieferservice-Portal für, ja, Pizza und anderes Fastfood wahrscheinlich. Hier in der Region Aachen bis Solingen kenne ich noch als Stadt. Ja, Pizza-Lieferdienste kennt man ja so ein bisschen wie erwartet. Sehr grelle Farben, aber gut. Wenn wir hier reinschauen, gibt es eben auch ein paar Probleme. Hier 404 Seiten ist auch so ein Thema, was ich schon auf der Liste habe. Die Beispiele gehen da ja auch nicht aus, aber auch hier geht es eben wieder um die No-Follow-Links. Mal gucken, welche internen No-Follow-Links wir hier finden. Hier wieder schnell gescrollt, das ist wahrscheinlich sogar schneller, tatsächlich im Quelltext nachzuschauen. So, da sehen wir jetzt hier diese typischen Beispiele, wie ich sie vorhin auch schon genannt habe. Datenschutz, Nutzungsbedingungen. Und dann hier so, Facebook ist extern, Impressum. Genau, Datenschutz, Nutzungsbedingungen, Impressum. Das ist hier tatsächlich sozusagen super oldschool SEO. Also mindestens seit 2010 ist ganz klar, dass das keinen Sinn macht. Wahrscheinlich auch schon vorher hat das keinen Sinn mehr gemacht. Also hier, wenn ihr diese Seiten nicht von Google indexiert haben wollt, dann verwendet eben das Robots, Meta-Robots, No-Index-Attribut auf dem im Quelltext eben dieser Seite. Kann man sich auch mal angucken. Vielleicht wird es hier sogar auch beides genutzt, wenn wir hier in den Quelltext mal reingucken von der Seite, die hier nicht indexiert werden soll. Ah, jetzt. Ah, okay. Oh, das ist ja witzig. Das Impressum ist hier dann so unten so ein ausgeklappter Footer. Also es hat gar nicht so lange gedauert, ich war doch schon richtig, habe es nur gar nicht mitbekommen. Also auch von der Usability ein bisschen strange.
Gut, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, im Quelltext kann man zum Beispiel dann hier nach Robots suchen. Sehen wir schon mal, kommt gar nicht vor. Robots, richtig geschrieben. Meta. Können wir hier auch nochmal durchgehen. Viewport, Keywords, Description, Abstract, alles Mögliche dabei, aber keine Meta-Robots-Angabe. Also das könnte man dann eben an dieser Stelle hinzufügen und sagen im Quelltext eben Meta Name Robots Content No Index, Follow. Warum Follow? Weil man eben trotzdem die Seiten, die dort verlinkt sind, wiederum weiterverfolgen lassen will. Nur eben das Impressum soll vielleicht nicht im Google Index landen. Aber auch da sollte man sich überlegen, weil manche Kunden suchen vielleicht nach den AGB von einem Anbieter oder nach den Kontaktdaten von einem Anbieter. Also auch da kann es eigentlich nicht schaden. Das war auch so ein bisschen das Argument von Matt Katz. Und wie gesagt, dadurch, dass dieser Effekt des PageRank-Sculptings ohnehin nicht zutrifft und nicht funktioniert, macht es eigentlich keinen Sinn, diese Seiten hier auszuschließen. So, dann die nächste Seite, Greenlight Consulting. Ad-Hoc-Support in allen kaufmännischen Prozessen. Okay, also eine Unternehmensberatung. Auch bei dieser habe ich hier im Quelltext wieder No-Follow-Links gefunden. Gucken wir mal diesmal direkt rein. Vielleicht geht das diesmal schneller. Ja, der Quelltext ist hier so ein bisschen komprimiert, damit er vielleicht schneller geladen werden kann, beziehungsweise nicht so viele Leerzeichen enthält. Aber das stört uns nicht. Also hier ist jetzt zum Beispiel Greenlight Consulting BFHTM. Was ist denn BFHTM? Habe ich auch noch nie gesehen. Also hier scheint mir jetzt eine ganz normale Unterseite zu sein. Warum soll die jetzt auf NoFollow sitzen? Dann gibt es noch ALHTM. Okay, das macht mich jetzt doch stutzig. Gucken wir uns die beiden Seiten doch auch mal an. Was sind denn das für Seiten? Existiert gar nicht. Okay, die andere existiert auch nicht. Komisch. Tja, gucken wir nochmal hier in das Write-Tool rein. Vielleicht hat er noch weitere gefunden. Auch hier müssen wir eine ganze Weile scrollen. Genau, BFHTM, ALHTM und dann haben wir hier noch Green Consulting WIHTM Print. Okay, also eine Print-Version. Was ist das denn für ein CMS? Also das scheint hier ganz komische Dateiendungen zu laden. Verstehe ich nicht, was das sein soll. Ließ sich jetzt auch gar nicht aufrufen. Also diese Seiten sind entsprechend per 404 gesetzt. Da macht es auch gar keinen Sinn jetzt für mich nachvollziehbar, diese Seiten zu verlinken. Ja? Also wenn sie gar nicht existieren, ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar, eine nicht existierende Seite zu verlinken und dann auf No Index zu setzen. Warum sollte man das machen? Tja, gut. Vielleicht meldet sich der Betroffene mal und erklärt es uns. Das waren auf jeden Fall meine vier Beispiele zum Thema No Follow Links. Wie gesagt, intern macht es keinen Sinn, für externe Links wiederum weiterhin. Also insbesondere für Werbelinks, da schreibt das natürlich Google vor. Wenn ihr also Werbung verkauft auf eurer Seite, dann solltet ihr diese mit NoFollow kennzeichnen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Seite eben sozusagen seriös ist oder ihr könnt euch auch oft nicht sicher sein, ob die Seite seriös bleibt. Ja, viele Seiten wechseln ja auch den Inhaber in Foren oder so User-Generated Content-Portalen, also wo Nutzer sich anmelden können, um Links zu hinterlegen. Selbst bei der Wikipedia sind ja mittlerweile alle Links auf NoFollow gesetzt, also alle ausgehenden Links. Dementsprechend ist das nicht unbedingt die Empfehlung, weil ihr wollt natürlich guten Ressourcen und sozusagen vertrauenswürdigen Ressourcen weiterhin euren Link auch geben. Das macht auch Sinn aus SEO-Sicht, aber eben bei den Seiten, gerade wenn ihr jetzt vielleicht in Bereichen unterwegs seid, Gambling, Casinos, Erotik und so weiter, da muss man immer ein bisschen aufpassen und da sollte man vielleicht etwas großzügiger mit dem No-Follow-Attribut oder mit der No-Follow-Kennzeichnung umgehen. Ja, so viel für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit den nächsten 5 Videos und den nächsten 20 Praxisbeispielen. Wenn du eines davon sein willst, dann reiche jetzt deine Domain ein unter digitaleffects.de/seocheck und dann bist du vielleicht nächste Woche schon dabei. Ich freue mich darauf, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn diese Videos hilfreich für euch sind, wenn ihr sie weiterleitet, teilt, wenn ihr dranbleibt, meine Channels abonniert auf Facebook, YouTube, SoundCloud oder iTunes.
je nachdem, welches Form und welche, also welche Form dieses Formats, Audio oder Video und welche Plattform ihr bevorzugt. Ich freue mich auch immer über Feedback und Kommentare. Ich bekomme davon immer mehr. Das motiviert mich, hier dran zu bleiben. Ich habe mir wirklich ein Mammutziel gesetzt mit 1000 kurzen SEO-Checks in diesem Jahr. Also jeden Wochentag in 50 Wochen diesen Jahres versuche ich, 4 Seiten kurz zu beurteilen. Helft mir, euch zu helfen, und reicht eure Domain ein, wie gesagt, unter digitaleffects.de/SEO-Check. Bis dahin, euer Christian. Schönes Wochenende.